Seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online mit einem Just Race. Nennt sich die Map. Wir wollen mal. Also allzu schwer sollte sie nicht sein. Ich glaube, bei 41% lag die Quote, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe. Ich hab wieder ein paar neue Maps mit rausgesucht. Also die Liste wird immer länger. Ups. Ich sollte vielleicht erstmal aufpassen, wo ich hinfahre. Also für die Zukunft haben wir zumindest erstmal vorgesorgt. Und ich werde natürlich immer weiter Maps raussuchen. Und irgendwann werde ich diese Maps erstmal komplett abarbeiten müssen, bevor ich die überhaupt dann wieder neu bringen kann. Aussortiere. Und weiter. Oh, gleich zwei hintereinander. Ich fahre gerade so, dass ich ständig abbremsen muss. Ich glaube, ich muss mal dafür sorgen, dass ich lizenzfreie Musik bringen habe. Hallo, ich möchte vielleicht mal nach da oben jetzt hin. Aber stattdessen fahre ich erstmal hier ein bisschen auf den Boden. Naja, Musik jedenfalls, dass ich hier auch mal ein bisschen mit Musik spielen kann. Wobei. Das Safe Radio ist ja eigentlich so eingestellt, dass die Musik nicht allzu laut ist. Wir schauen mal. Zumindest habe ich ein bisschen Musik hierbei. Alter, wo geht's denn jetzt hin? Geil. Alter, wie soll ich denn da bitte schön hochkommen? Och, ich hab ihn. Ich habe ihn schon gedacht, ich kriege ihn gar nicht. Ah, Detektiv Conan. Wartet mal. Also leise. Wenn ich es noch leiser stelle, ist die Musik aus. Danke. Egal, ich mache ein bisschen leiser und dann passt das schon. Oh, diese Musik verleitet glatt zum Mitsingen. Also ich möchte jetzt nicht mitsingen. Nicht, dass ihr nachher noch voll Schreck abschaltet. Oh, was? Alter, wie? Was soll denn das für eine Scheiße? Erstmal schon, dass hier überhaupt Wasser ist, ne? Komm schon raus! Oh.
Ich fahre gleich ins Wasser. Ach Mann. Okay, die erste schwierige Sache hier überhaupt, die ich habe. Ich muss hier mal ab und an vom Gas weggehen, weil ich ansonsten irgendwo gegen knalle und was ich nicht will. Geschafft. Ich dachte, ich komme jetzt mal endlich da oben auf dieses Gebilde drauf, aber nein, stattdessen fahre ich ja hier jetzt lang. Was ist denn das für eine Verarsche? Was ist denn das jetzt für ein Lied? Ach ja, Luna mit Ballando. Ups, ich kann zaubern. Leute sind weg. Geil. Weg. Das muss aber irgendein Bug sein. Dass die dann wegkommen. Ach, Luna habe ich gerne damals gehört. Der Beschissene hätte man die Punkte hier nicht setzen können, oder? Du fährst quasi einmal unten, da musst du einmal nach oben ziehen. Was soll denn das für ein. Was soll denn der Mist? Ach ja, ich liebe das Lied. Aber sag mir nicht, dass ich jetzt wieder zurück darf durch dieses Scheißding. Ich glaube, dann kriege ich die Krise. Hui. Aber es sieht mir beinahe so aus. Ja, wir lassen uns erstmal gleich überraschen. Nein, der Punkt ist irgendwo unten. Ah, deswegen war da auch seitlich gedacht. Ah. Sieh mal.
Ups. Bleib ruhig, Kumpel, bleib ruhig, bleib ruhig. Daddy macht das schon. Und weiter, 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 weiter. Ah, so wie ich sehe, ist dahin schon die Auffahrt. LOL, Hindernis Worldwide? Geil. Oh. Da hat er nicht aufgepasst. Und da bin ich wieder scheiße aufgefallen. Wenn die sich einmal überdrehen, die Wagen, ne, dann hast du keine Chance. Erstmal rüber. Also mit diesen Spiralen und den Warbles habe ich immer noch so meine Probleme, aber ich sag mal, wenn ich die erstmal ein bisschen gefahren bin, dann habe ich es eigentlich raus. Und ich sollte vielleicht nicht gleich nach oben fahren. Ach so, das ist die Instrumentalversion aus Oliver & Company. Leute, die habe ich hier drin. Mhm. Ich fahre wieder wie der erste Mensch hier. Na, jetzt geht's. Oh nein, nein, das kann ich doch nicht. Aber zumindest war ich mal dran. Alter, so ein Flip-Roll-Ride. Ey, ganz ehrlich, Junge. Was hab ich da für eine Map rausgesucht? Diese Dinge kann ich absolut nicht. Und jetzt habe ich wirklich aufgepasst, weil ich mich über diesen Scheiß aufgeregt habe. Ich hatte schon mal so eine Map gehabt. Und die Dinger kann ich absolut nicht. Weil ich nicht weiß, wie ich da abspringen soll. Könnte zumindest mal etwas anderes versuchen, aber ob das so klappt, weiß ich nicht. Da war ich zu vorsichtig. Ach, die Reise aus One Piece. Nice. Überdreht. Na wirklich? Aber hoffentlich ist das bloß der eine. Ich hab's geschafft! Leck mich am Arsch! Nein! 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 Da war ich wieder. Nein! Ich hab's geschafft! Ich war zu. Da
Da habe ich nicht aufgepasst. Ja? Nein! Würde es was bringen, wenn ich oben lang fahre? Okay, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's jetzt so langsam raus, wie ich abspringen muss. Das war zu früh. Das war zu früh gewesen. Das war ein bisschen zu spät. Also den perfekten Punkt zum Abspringen habe ich noch nicht gefunden an sich. Also entweder ich springe zu früh oder zu spät, eins von beiden. Aber wenn ich denn mal den richtigen Punkt gefunden habe, dann habe ich ihn auch. Muss ich das bloß noch da gebacken kriegen. Aber ich glaube, das kriege ich auch noch gebacken. Mittlerweile kriege ich ja die Auffahrt auch gut hin. Und das hier auch. Nee, da habe ich kein Speed mehr aufbauen können. Leider. Aber es ist auch nicht so leicht, wie man denkt. Das war wohl ein bisschen zu früh. Ich weiß auch nicht, ob es da hilft, ein bisschen langsamer zu werden und sich quasi einmal rüber droppen zu lassen. Du sollst gefängst respawnen. Aber immer dieses Hochtippeln. Also ich verstehe auch nicht, warum er sich da so dreht.
Obwohl, das könnte vielleicht klappen. Die Frage ist bloß, wie da rankommen an den Wallride, ne? Da war ich wieder zu gierig. Da war ich echt zu gierig auf das Ding. Ich wollte mich einfach bloß ein bisschen rüber droppen lassen. Mist. Da kann ich wirklich bis zum Schluss durchgehen. Alter, jetzt kriege ich nicht mal mehr den Dings mehr hin. Oh. Komm schon, so schwer ist das doch gar nicht. Man, wenn ich wenigstens jetzt noch mal einmal nach da hinkommen würde, ne? Ich habe es jetzt zweimal geschafft. Das wäre eben so genial gewesen, wenn ich das geschafft hätte. Aber nein! Mir ist es nicht gegönnt, darüber zu kommen. Oh. Nice. Alter. Ja, von mir aus Drop. Ich wollte eigentlich erstmal kurz verschnaufen, aber okay. Lassen wir das. Ich glaube, jetzt habe ich aber so langsam raus, wie ich rüberspringen muss. Es ist zwar immer noch nicht perfekt, dass ich es 100% bei jedem Mal schaffe, aber es ist zumindest mal ein Anfang. Vielleicht sollte ich öfters mal so eine Strecke fahren. Aber ich glaube, jetzt geht's hoch. Sehr schön. Und 70 von 82 Punkten haben wir schon mal. Und weiter.
frage mich gerade, ob das mit einem Motor... Moment. Wirklich? Ich meine, ich hätte versuchen können, so ein Warride zu fahren. Aber bei meinem Glück... hätte ich das vermutlich wieder verkackt. Digimon, nice. Alter. Die Kamera sich durch die Wände, ne? Durchgekommen. Genau das meinte ich. Andererseits... das ist aber auch eine gute Übung, das zu machen. Geil. So kann man es natürlich auch machen. So kann man es natürlich auch machen. Jetzt bin ich zu gierig, weil ich es einmal geschafft habe. Da hätte ich weiter durchfahren sollen. Ups. Nein. Also ich muss zwar hoch, ja. Nein! Ja, genau so wollte ich das. So wollte ich das. Ja, gut, dann fahre ich halt in diese Richtung. Mir auch egal. Das ist wie Usch. Schreibt mir. Sorry, Seth, ich kann gerade nicht. Nein, 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 nein. Oh, danke. Das ist so überflüssig, die Punkte hier so zu verteilen.
Das ist total schwer. So kann man es auch machen. Alter, wirklich jetzt nochmal. Alter, 30 Minuten für diese. Map. Danke für den Schubser. Nein! Oh. Ich meine, ich weiß ja jetzt, wie ich da ganz gut drauf komme, ne? Aber. Das hinzubekommen ist manchmal echt schwierig. Oh, Alter, nee. Na gut, hätte durchaus schlimmer sein können. Aber das ist jetzt mal mein erster Rollride gewesen, den ich mit einem Flip genommen habe und auch geschafft habe. Den einen habe ich nicht so gut geschafft. Naja, was soll's. Leute, ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin allerdings, habt einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend oder ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.